Herzlich willkommen, heute zeige ich den ersten Test zu der MIDI-Drechselbank 350 FU. Viel Spaß in diesem Video. Ich habe jetzt hier ein Stück Birne eingespannt, das ist einfach nur so ein Abfall, wirklich ein kleines Stück Holz. Das möchte ich dann mal versuchen in der Mitte von dem Futter einzuspannen. Ich drechsel das ja einfach ein bisschen rund noch, steche das ein bisschen ab, versuche das dann da einzuspannen. Und da soll einfach mal so ein kleiner Griff draus werden. Und ich möchte vor allem testen, ja, wie geht es beim Bohren? Passt es gut? Läuft das alles gut? Wie komme ich hier zurecht? Mit der Drehzahlregelung bin ich schon mal sehr zufrieden, das läuft sehr gut hier. Vielleicht sieht man jetzt ein bisschen, was ich vorhab. Ich habe hier einfach dieses Abfallstück Birne eingespannt. Das hat so einen schönen Farbton, ist relativ dicht. Ich will da was Kleines wirklich draus machen, was ich dann noch zeigen werde. Ich habe das hier mal eingespannt in dieses Nova G3 Futter. Das ist ja klein und süß, hält aber trotzdem sehr gut. Das ist ein hochwertiges 4-Backen-Futter und habe ich einfach die Backen abgeschraubt. Und dann möchte ich gern hier mit dem Bohrfutter da so ein Loch reinbohren. Das ist einfach mein altes Bohrfutter. Das sieht man schon einmal, wie cool das ist, dass ich hier eben auch mein altes Zeug einspannen kann, weil ich habe ja Morsekonus, passt alles. Also das sollte kein Problem sein, ob ich nur neues, altes Futter nehme. Alles läuft. Jetzt wird die Herausforderung sein, dass das mir nicht rausfliegt und dass ich das schön aufs Maß bekomme und schön dünn bekomme. Werde ich mal sehen, ob das jetzt geht. Ja, es läuft schon. Gefällt mir schon ganz gut. Ich muss das halt wegbekommen. Es wird gerade so rauskommen, ganz knapp. Das Loch kann ich ja schon mal bohren, dass ich so ungefähr sehe, wo die Reise mal hingeht. Daher die Spitzengenauigkeit ja sehr hoch ist, wie ich schon rausgefunden habe, sollte das alles kein großes Thema sein. Ich habe das jetzt so weit zurückgedreht, wie das möglich ist, mit der Pinole und diesem Morse-Kegel, der drin steckt. Da ist ja hinten noch so ein flacher Zapfen. So weit geht das also raus. Ich habe jetzt hier einen 4 mm Bohrer. Macht für mich einen sehr guten Eindruck. Da schön weit reingebohrt. Sollte für meine Begriffe reichen. Beim Rausziehen hatte ich auch gute Ergebnisse. Das läuft alles sehr gut. Spitzengenauigkeit ist vorhanden. So ein Bohrfutter oder Backenfutter braucht man natürlich, weil man dann hier auch super mal fliegend was drehen kann und so frei arbeiten kann. Also für so kleine Teile wunderbar geeignet, die Bank. So, die Schraube möchte ich hier mal reinstecken. Das heißt, hier oben für diesen Senkkopf muss ich noch eine kleine Vertiefung reinbohren. Oh, gerade so. Passt gerade so rein. Hier oben sehe ich noch ein Fitzelchen. Das werde ich nochmal wegstechen müssen. Also hier so viel muss hier nochmal weg. So, es kommt alles gerade so raus. Schraube passt jetzt auch rein. Ich kann sie hier ein bisschen versenken. Okay, ja, sie ist halt noch ein Millimeter zu groß. Vielleicht kann ich da auch noch was rausholen. Noch mal ein bisschen bohre. Jetzt kann ich ja mal das Geheimnis lüften. Hier kommt die Schraube rein. Das soll hier auf den Zirkel drauf. Also auf diesen Außentaster. Man sieht schon, der Federstahl hat ja hier so eine Rundung. Und das werde ich jetzt nochmal ranschnitzen mit dem Schnitzeisen. Hier unten.
So, ich habe nun das Nova G3 hier völlig geöffnet, weil ich habe hier noch so einen alten Schalenrohling gefunden. Das ist, soweit ich weiß, Pflaume. Das habe ich mal vor, liegt schon ein paar Jahre rum, irgendwie mal vorgedrechselt. Man sieht, das ist eierig geworden, das hat sich verzogen, das war also nass. Habe das trocknen lassen. Ich hätte das dann relativ zügig zu Ende machen können und jetzt ist es irgendwie übrig geblieben. Jetzt werde ich das mal hier benutzen, um einfach mal diesen Querholztest zu machen. Also ich habe es jetzt hier gut noch reinbekommen mit dem vorhandenen Fuß. Ich ziehe es einfach handfest an. Jetzt ist wichtig hier beim Einschalten. Vor uns hatte ich aber Schnelles gedreht, da stand das ungefähr da. Ich drehe dann grundsätzlich einmal zurück. Ja. Wenn ich jetzt einschalte, wenn der Strom denn da ist. Wenn ich jetzt einschalte, dann dreht sich das schon einmal nicht zu schnell. Ja. Da muss ich aufpassen, dass sich das bloß nicht zu schnell dreht in diesen Querholzbereichen. Und jetzt habe ich ja auch einen größeren Durchmesser. Da gibt es ja auch so Tabellen. Man sollte das gar nicht so schnell laufen lassen, im Grunde genommen. Für einen Finish-Schnitt ist es manchmal hilfreich, das schnell laufen zu lassen. Aber hier reicht mir jetzt voll auf erst einmal. Hier den Reitstock, den nehme ich jetzt raus. Ja. Das hat folgenden Grund. Ich habe hier meine schöne lange Schalenröhre, also eigentlich eine ganz normale Röhre und jetzt kann ich hier mal ein bisschen schwenken noch. Man sieht das nicht so gut. Auf jeden Fall, ja, will ich bis hier hinter kommen und wenn ich die mal hier hinhalte, sieht man schon, da ist das Bankbett ausgereizt, wenn ich die hier hinhalten will, also nehme ich den Reitstock weg. So, wenn ich jetzt erst einmal hereindrechseln will, habe ich natürlich ein bisschen das Problem, dass die Kamera irgendwo stehen muss. Jedenfalls werde ich hier erst einmal einen neuen Ansatz reindrehen, dass ich das gleich einmal rumdrehen kann und die Rückseite fertig machen kann und dann erst die Innenseite. So ist ja normalerweise der Werdegang. Also versuche ich mal da vorsichtig ranzukommen. Kleine Handauflage kann ich auch wunderbar hier reinstellen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Nehmen so Kleinigkeiten, ja. Das ist einfach praktisch. So, das passt jetzt. Das ist dann noch gut gereift. Später einmal. Vielleicht reicht das ja schon, mal sehen. Ich will bloß nicht zu viel wegmachen, dass es dann immer noch funktioniert am Ende. So, ich spanne jetzt die Schale hier einmal auf. Und zwar will ich ja erst die Außenseite machen, dass dann der Fuß hinten genau läuft, dass ich sie dann rumdrehen kann. So drechselt man ja üblicherweise und das war ja eben nur ein Grünholzstück, was eben grob vorgeschrubbt wurde. Was mir jetzt hier auffällt bei dieser Drechselarbeit, man sieht ja, dass da schon viel Masse weg ist. Das heißt, da können also Vibrationen entstehen. Den kleinen Innenfuß, den ich da reingedrechselt habe, der war wirklich sehr, sehr sensibel. Maximal so 3 mm bin ich da reingegangen, wenn überhaupt. Also es klemmt auf der äußersten Kante, ja, und ich kann hier außen diesen letzten feinen Schnitt wirklich ganz wunderbar darüber setzen. Das lief wunderbar, ja. Also die Bank lief da vibrationsfrei. Man sieht auch, dass die einfach auf der Hobelbank steht. Die ist nicht festgeschraubt irgendwie. Lief ganz klasse. Bin ich sehr zufrieden damit, mit dem Ergebnis hier. Dann habe ich das natürlich noch geschliffen, wie man jetzt hier sieht. Konnte das auch wunderbar polieren, Handauflage rausnehmen. Und dann lässt man es halt auch mal gegenläufig laufen oder so. Kann das wunderbar polieren, direkt umdrehen. Also das lief jetzt auch sehr gut, hatte da ein sehr exaktes Ergebnis. Jetzt mache ich den letzten Schnitt und arbeite mich hier an diese Schale heran. Die wird ja jetzt immer dünner und da fängt jedes Werkstück dieser Größe dann an zu schwingen. Vor allem, also wenn es noch größer ist, können da Schwingungen entstehen. Deshalb lege ich dann auch die Hand hinter die Schale. Also da kann man ja problemlos
rangreifen und mache dann so diesen letzten Schnitt, lege die Hand dahinter, kann da nochmal schön drüber gehen, kann dadurch Vibrationen verringern, Schwingungen verringern. Und die Bank hat mir hier sehr gut geholfen. Also die ist nicht das Problem, sondern dann eher so das Holz an sich. Die Bank lief sehr, sehr gut. Da war ich total zufrieden, auch mit dem Rausschleifen dann. Das war zufriedenstellend und da konnte ich nichts bemängeln. So, ich habe mich nun rangeschliffen. Man sieht schön hier diese Violettverfärbungen in der Pflaume, also tolle Sache. Ich habe hier und da noch so kleine, ja, in der Mitte zum Beispiel, das geht nicht so richtig weg. Jetzt manchmal so Stellen, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen, dass die Kante auch noch schön brech. Hier ist auch noch eine kleine Macke drin. Also da muss ich nicht übertreiben, aber dass es möglichst so gut wie es geht rausgeschliffen ist. Also was die Bank betrifft hier, tipptopp, ja. Wirklich geht einwandfrei. Mache jetzt hier einfach Hartöl drauf. Einmal mit dem Lappen drüber. Das kann ich auch noch wiederholen. So, das hat jetzt super gespannt auch dieses Futter. Trotz dass das jetzt ein bisschen weiter geöffnet war, habe ich hinten, sehe ich eigentlich kaum Abdrücke. Das Holz ließ sich auch sehr gut schleifen. Da habe ich jetzt ein schönes Geschenk für meine Mutter, die immer nach sowas fragt, zum Verschenken ihrerseits wiederum. Ja, dadurch, dass das so hoch poliert und geschliffen ist, wirkt das sofort genial, ne? Wenn ich das einmal öle, da brauche ich gar nicht viel auftragen. Alles andere wäre mehr Schaden als Nutzen. Da reicht wirklich so ein dünner Film. Und es sieht sehr cool aus. Also die kleine Bank hier hilft. Astrein, da bin ich richtig mit zufrieden. Ist richtig cool. Gut. Nun habe ich diese Teile hier gedrechselt. Man hat gesehen, ich kann sehr, sehr fein arbeiten. Ich kann sehr exakt auch im Querholzbereich arbeiten. Da, wo auch wirklich mal so ein wirklicher Widerstand da ist. Das Futter klemmt einwandfrei. Die Welle läuft super. Ja, ich habe da keine Vibration irgendwas gemerkt. Ich konnte da auch mal fein ranarbeiten. So diesen letzten Schnitt und dann nachschleifen. Auch mal entgegengesetzt drehen lassen. Und also wenn ich sowas sensibel Feines hier darauf produzieren kann und das wird exakt und genau, also das ist ja mehr als Bombe, würde ich mal sagen. Damit kann ich mich wirklich exakt heranarbeiten. Das ist eine tolle Bank. Durch den Frequenzumrichter macht dieses, ja, der hilft natürlich auch bei dem, ich sage mal, geringem Gewicht. Eine richtige Drechselbank, die wiegt ja irgendwie 300 Kilo oder aufwärts. Und wenn die jetzt nur 50 Kilo wiegt oder so, hilft mir der Frequenzumrichter natürlich bei einem unwuchtigen Werkstück. Wenn ich es ganz runterregel, fängt mir das nie an, vom Tisch zu springen, das Gerät, weil ich einfach die Drehzahl so exakt und toll mit immer genügend Power einstellen kann, dass ich hier ganz klar auf der sicheren Seite bin. Also, mein erster Test hier verläuft positiv. Was mich jetzt zum Beispiel etwas stört, ist, dass die Exzenterklemmung, wenn ich die jetzt wirklich hier ganz vorschieben will, dann muss ich den Hebel nahezu fast hochstellen, dass es schon fast klemmt, ja, dass das über diese Ecke vom Motor hier drüber geht. Das mir jetzt zum Beispiel wäre mal ein negativer Punkt. Aber das ist, würde ich sagen, Jammern auf hohem Niveau, weil du musst es ja nicht so einstellen, dass das genau da ist. Man kann es ja auch ein bisschen schräger machen. Und dann merkst du davon nichts mehr.
Also es ist immer nur eine Frage, wie man das einstellt. Daran muss man sich natürlich gewöhnen, dass dieses Ding hier flexibel ist und nicht immer an einer festen Stelle ist. Ich empfehle dann aber, das nur an einer Stelle immer dran zu machen, weil man sonst schnell verrückt werden kann. Okay, genug geredet. Probier das gerne mal aus. Drechselkurse finden natürlich hier auch statt. Kannst du sowas auch mal machen? Damit arbeiten, mal probieren. Dann, in diesem Sinne, viel Spaß. So, das war erst einmal mein erster Eindruck. Ich mache damit noch mehr. Du kannst damit super arbeiten. Ich bin begeistert. Das funktioniert alles einwandfrei. Die läuft sehr gut. Da konnte ich jetzt nichts feststellen, was irgendwie wirklich negativ ist. Also, ich kann das wirklich empfehlen. Das ist mega. Mein erster Eindruck hat sich hier bestätigt. Also würde ich sagen, wenn du sowas suchst, kauf das gern. Wenn du so eine kleine Werkstatt hast, kleine Teile machen willst, auch genau arbeiten willst, dann wäre das genau das Richtige. Und wenn du ja vielleicht damit noch ein bisschen reinwachsen willst, wäre das auch was für dich. Also ich kann das nur empfehlen. Ich verlinke das natürlich unterm Video, wo du diese Drechselbank wiederfinden wirst bei Drechselbedarf Schulte. In diesem Sinne, like das gern, teile das gern, bewerte das gern, schreib gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns natürlich wieder in einem neuen Video. Bis dahin viel Spaß mit deinen Drechselarbeiten und deinen kleinen Midi-Drechselbänken. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.